Ja, vielen lieben Dank für die nette Einladung und die nette Einleitung. Mein Thema ist, wie schon gesagt, das quantitative Ausmaß, die quantitative Dimension europäischer Aneignungspraktiken indigener Kulturgüter Australiens. Ein Thema, das derzeit politisch durchaus sehr präsent ist, wenn nicht sogar auch teilweise sehr emotional diskutiert wird. Und ich war gerade erst letzte Woche bei einem Event zum Thema Dekolonisation des Museums im Etnografiska Museum in Stockholm. Wir hatten die Möglichkeit, dort auch die Museumssammlung zu besuchen und uns einmal die Räumlichkeiten anzusehen. Und etwas, das nicht nur in Stockholm, sondern zum Beispiel auch in dem Humboldt-Forum hier in Berlin immer wieder regelmäßig zu sehen ist, wie diese Objekte kuratiert werden. Wir sehen einmal hier das sehr übliche Verfahren, diese Objekte in dunklen Räumen mit wenig Beleuchtung, in großen Vitrinenschränken letztlich zuhauf gestapelt auszustellen. Das sagt viel weniger über die Kulturen, die ausgestellt werden, als dass es mehr über uns aussagt, über die Aneignungspraktiken und wie wir diese Objekte sehen. Doch wie kann man jetzt in Museen dekolonialisieren? Ein erster Schritt wird immer wieder genannt, nämlich wir sollten mehr Transparenz schaffen. Und Transparenz ist genau das, was sowohl mein Dissertationsprojekt versucht umzusetzen, als eben halt auch das Paper, das ich heute vorstelle, das auf dem Datensatz, der im Rahmen meines Dissertationsprojektes erstellt wurde von mir, eben halt jetzt auch basiert. Der Forschungsansatz für das Paper ist letztlich die folgende Fragestellung: Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede der involvierten SammlerInnen lassen sich bei den europäischen Aneignungspraktiken indigener Kulturgüter Australiens im 19. und 20. Jahrhundert identifizieren? Ich lege dabei, wie gesagt, den Fokus auf die quantitative Dimension dieser europäischen Aneignungspraktiken, sowohl der involvierten personellen als auch der institutionellen Strukturen. Es geht also um die Verflechtungen gesellschaftlicher Normen sowie dem lokalen Kulturmaterial, das letztlich angeeignet wurde, als auch den globalen SammlerInnen-Netzwerken. Ganz grob zur Gliederung des heutigen Vortrags. Ich werde zunächst das Thema selbst einmal kurz vorstellen, um eben halt erstmal einen möglichen Einstieg hier zu erleichtern. Danach werde ich auf den Datensatz selber eingehen, kurz etwas zur Datenerhebung sagen und dann schauen wir uns die Ergebnisse der Analyse an. Die aktuelle Studienlage sieht so aus, dass wenn es um angeeignete Kulturgüter im kolonialen Kontext geht, wir derzeit im Wesentlichen zwei Publikationen finden können, die diese Sache quantitativ untersucht haben. Das ist zum einen der von der französischen Regierung beauftragte Restitutionsbericht, der dann von Benedikt Savoy und Felvine Saar zusammengestellt wurde. Sicherlich einer, den zumindest die Berliner unter Ihnen hier sehr gut kennen werden. Der basiert auf einem Datensatz von etwa 80.000 Objekten von verschiedenen französischen Museumsdatenbanken. Und die Ergebnisse wurden sowohl digital als auch im Print veröffentlicht. In Bezug auf australische indigene Kulturobjekte finden wir genau eine Publikation, und zwar von Philip Jones, der in einem Paper, das an sich nicht unbedingt quantitativ arbeitet, dennoch aber erwähnt, dass er einen Datensatz von 10.000 Objekten zusammengestellt hat und dieses Paper mit diesem Datensatz davon Informationen beinhaltet. Es gibt derzeit keine Analyse dieses Datensatzes und der Datensatz ist auch nicht zugänglich. Der Versuch, nun also einen eigenen Datensatz zu erstellen, war mein Ziel. Auffallend ist bei den bisherigen Studien zu dem Thema, ist, dass wir immer wieder auf latente Quantifizierungen stoßen. Nun, was meine ich damit? In den englischsprachigen Studien finden wir ganz oft Formulierungen wie Large numbers of objects. Etwas allgemein, wir wissen nicht, wie viele. Among about 20 museum collections. Es wirkt fast so, als könnten wir nicht mehr bis 20 zählen. In Deutschen natürlich ganz klassisch viele, wenige, die meisten und so weiter. Genauso haben wir in Bezug auf das quantitative Ausmaß der Aneignungen romantisierende, wenn nicht sogar verharmlosende Metaphern wie Scramble, Heißhunger, Sammlerwahn, Hand, Jagd, before it's too late. Weil man ja nun die indigene Kultur Australiens immer mehr an den Rand der Gesellschaft drängte.
Wie kann man diese ungenauen Umschreibungen nun durch numerische Werte beschreiben? Und genau darum soll es gehen. Ohne eine quantitative Analyse, also standardisierte Datenerhebungsverfahren, ist es nicht möglich, Aussagen, die übertragbar sind, zu treffen. Es muss also unmittelbar die Strukturen der Aneignung, also diese sollten sich angeschaut werden, sowohl die personellen als auch die institutionellen. Ich habe heute nicht genug Zeit, alle zu erwähnen, deswegen werden wir das heute etwas kürzer fassen. Als Beispiel für eine Institution, die strukturell immer wieder an der quantitativen Dimension der Aneignung beteiligt war, möchte ich Missionsstationen erwähnen. Ich habe hier einmal ein Zitat von Erik Mühlberg, einer der bekanntesten schwedischen Aneigner. Und ich habe es mir erlaubt, direkt ins Deutsche zu übersetzen, um sie jetzt nicht mit Schwedisch zu quälen. Er schreibt in seinem Expeditionsbericht, ein zusätzliches Einkommen wurde durch die Massenproduktion von Waffen und anderen Gegenständen der Einheimischen erzielt. Jeder hatte den Auftrag, Waffen oder andere Ethnografien herzustellen, was auch immer er sich ausdenken konnte. So strömten am Mittwoch, dem Stichtag, die Schwarzen und Mischlinge in Scharen zur Missionsstation, wo sie im Vorstandsraum empfangen wurden. Dort durften sie ihre Kreationen abgeben, die bewertet und aufbewahrt wurden. Die Folge dieses Systems war, dass sich die Stationen in ein regelrechtes Arsenal für Waffen und Gegenstände aller Art verwandelten und so weiter. Er macht deutlich, dass sich letztlich zwei Probleme daraus ergeben, nämlich nicht nur, dass wir einfach nahezu willkürlich Waffen angeeignet haben, sondern es stellt sich auch irgendwann die Frage der Authentizität dieser Objekte, die wir in den Museumssammlungen zuhauf finden können. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese völkerkundlichen Museumssammlungen einerseits unsere Neugierde auf das andere befriedigt haben und andererseits Stereotype popularisiert und produziert haben. Genauso wie Museumssammlungen haben auch die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr auftretenden Weltausstellungen diese Stereotype befördert. Sie könnten als Sinnbild für die enzyklopädische Drang letztlich des imperialistischen Gedankenguts verstanden werden. Kommen wir nun zum Datensatz selber. Ich habe den Datensatz, wie gesagt, im Rahmen meines Promotionsprojektes erstellt und nenne ihn derzeit den MCAM-Datensatz, also European Museum Collections of Aboriginal Material. Er umfasst 4.862 Objekte aus 13 Museumssammlungen der EU-Mitgliedstaaten, enthält Informationen sowohl zu diesen Objekten als auch zu Museumssammlungen sowie den 101 involvierten SammlerInnen und 35 Ausstellungen auf 3 Kontinenten. Sie sehen unten einmal die Liste der inkludierten Staaten. Natürlich ist auffallend, dass in Abhängigkeit der Digitalisierung innerhalb der Museen es möglich ist, diese Daten zusammenzutragen. Das heißt, ich kann nur diese Daten derzeit manuell zusammentragen, die überhaupt digitalisiert sind. Ich habe bei der Datenerhebung mich also daran orientiert, wie Benedikt Savar und Helvin Saar vorgegangen sind und habe die verfügbaren Online-Datenbanken gefiltert und jeweils immer in der Landessprache durchsucht, da die englischsprachigen Datenbanken oftmals deutlich weniger Informationen erhalten als die Datenbanken in der Landessprache selbst. Fehlende oder fehlerhafte Informationen in den Datenbanken sind ein wesentliches Problem und müssen dabei besonders berücksichtigt werden. Ich habe also sämtliche Auffälligkeiten in der Regel mit den betreffenden Kuratoren besprochen und möglichst korrigiert. Es ist zudem ein regelmäßiges Update dieses Datensatzes geplant und das erste soll im kommenden Jahr folgen. Hierfür möchte ich ganz gerne mit dem Tool des Web-Scrappings arbeiten und hoffe ehrlich gesagt, gerade auf dieser Konferenz dazu mehr Tipps und Feedback zu bekommen. Ich habe hier einmal kurz ein Screenshot von dem Datensatz selbst, weil wir eben halt von Transparenz sprechen sollten, gerade in einem so hochsensiblen historischen Thema wie der Aneignung von Kulturgütern im kolonialen Kontext. Nicht zu verstecken sind eben halt auch Missing Values, die natürlich gerade, wie wir ja auch schon jetzt in den letzten Sessions gestern gehört haben, immer wieder ein Problem darstellen, wenn wir mit historischen Daten arbeiten. Die Überlieferung ist selten lückenfrei. Und was da besonders auffällt, ist eben halt immer wieder, dass wir
dass wir einerseits eben halt Merkmale mit festhalten können, die natürlich sehr einfach numerisch kodiert werden können und andere, die erstmal identifiziert und sozusagen aus den Textinformationen, die wir haben, sozusagen rausgefiltert werden müssen. Der Datensatz selber hat im Prinzip drei Ebenen. Einmal die Ebene mit den Informationen zu den Objekten, die sehen wir hier. Und dann eben halt auch eine Ebene zu den Sammlerinnen selber. Eine dritte Ebene zu den Ausstellungen werde ich heute nicht mit vorstellen, da ich sonst den zeitlichen Rahmen hier sprenge. Im Wesentlichen sind hier also jetzt nochmal Informationen, die nicht nur durch die Museumsdatenbanken zusammengetragen wurden, sondern zusätzlich eben halt durch Archivrecherchen in Australien sowie weitere Literaturrecherchen zusammengetragen. Am Ende geht also dieser Datensatz über die Informationen der Online-Datenbanken der Museumssammlungen hinaus. Kommen wir zur ersten Grafik von den Ergebnissen, wenn man so möchte. Wir haben hier einmal eine Abbildung zu den registrierten Kulturgütern im Zeitverlauf in London, Paris und Stockholm. Das sind derzeit die größten Sammlungen, die in dem Datensatz drin sind. Es fällt auf, dass 1912 und 1916 zwei eindeutige Peaks zu erkennen sind in Stockholm. Das hängt mit dem bereits erwähnten Erik Mühlberg zusammen, der in dieser Zeit zwei große Expeditionen, einmal in Queensland und in Westaustralien, geleitet hat. Und er zusammen mit seinen Kollegen Ingve Laurel haben dort vor allem immer wieder Waffen angeeignet, insbesondere Speere und Keulen. In Paris wiederum sieht man, dass ab den 1880er Jahren immer mehr angeeignet wurde. Und in London ist eindeutig zu erkennen, dass dies derzeit unterrepräsentiert im Datensatz ist. Deswegen wird London auch das erste sein, das bei dem neuen Update nächstes Jahr neu mit erhoben wird. Besonders auffällig ist letztlich, dass bei der Aneignung man zwei wesentliche Gruppen unterscheiden kann. Wir haben einmal die protowissenschaftlichen Aneignungspraktiken und dann die nichtwissenschaftlichen. Zu den nichtwissenschaftlichen zählen beispielsweise Kaufleute oder auch private Farmer und Siedler, die sich letztlich Objekte angeeignet haben, zum Beispiel aufgrund von Zeitungsannoncen durch Museen, die darum gebeten haben, dass Siedler bitte Material einsenden, um diese dann nach Paris oder London zu den Weltausstellungen zu senden. Insgesamt kann man sagen, dass die protowissenschaftlichen Aneignungen deutlich überwiegen. Sie machen etwa 84% der gesamten Objekte aus, währenddessen die nichtwissenschaftlichen nur bei etwa 16% liegen. In Bezug auf die Gender-Problematik ist natürlich dann auffallend, dass wir in der Regel jetzt von einer Zeit sprechen, nämlich 19. Jahrhundert bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts, in dem natürlich akademische Ausbildung für Frauen nicht so zugänglich war wie für Männer, teilweise natürlich gar nicht. Dementsprechend haben wir natürlich nicht nur generell ein Übermaß an männlichen Aneignern, sondern auch insgesamt ist die Aneignung selbst sehr männlich geprägt. Man könnte also sagen, dass, wie hier jetzt auffallend, die Waffen im größten Teil von Männern gesammelt wurden. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir dieses wissenschaftlich diskutierte Narrativ des gefährlichen Wilden immer wieder finden. Man könnte also sagen, es ist im doppelten Sinne männlich geprägt. Wir haben zum einen die privilegierten Männer, die akademische Ausbildung genossen haben und dann auch noch aus diesem Narrativ des gefährlichen Wilden heraus ihre Untersuchungen hauptsächlich auf die männliche Hälfte dieser Kulturen reduzieren. Diese männliche Perspektive prägt auch heute noch unser Bild von australischen Kulturobjekten. Denn ich nehme an, wenn Sie ehrlich mit sich selbst sind, wie viele haben an Bumerangs und Speere gedacht, als sie gehört haben, dass wir heute über australische Kultur wieder reden. Ich denke, das Einzige, was vielleicht weniger mit Waffen zu tun hat, mögen vielleicht noch die sehr bekannten Dot-Paintings sein. Und auch diese befinden sich interessanterweise hier bei dem Humboldt-Forum in der ethnografischen Sammlung. Das sind Gemälde von 1990, Acryl auf Leinwand. Sie befinden sich nicht in einer Kunstgalerie. Ebenso eine sehr große Auffälligkeit hier. Abschließend kann man also sagen, der selbst heraufbeschworene Confirmation Bias ist sowohl das Narrativ des gefährlichen Wilden und verbindet sozusagen die quantitative Dimension der europäischen Aneignungen bis heute und konserviert diesen in den Ausstellungsräumen völkerkundlicher Museumssammlungen. Und zwar in Form von diesen zuhaufen gestapelten Speeren und Wurfwaffen.
Die Betrachtung dieser buchstäblichen Anhäufung indigener Kulturgüter löst heute bei niemandem mehr die Neugierde auf das andere aus, sondern in der Regel eher betretene Verlegenheit, da wir uns heute durchaus bewusst sind und die Problematik europäischer Aneignungspraktiken erkannt haben. Dankeschön.